Martin Rueda, mit was für Erwartungen gehen Sie das Spiel morgen gegen Liverpool? Ja, eigentlich mit hohen Erwartungen. Wir wollen auch in das Spiel mit dem Willen, das Spiel für uns zu entscheiden, versuchen, den Match zu gewinnen. Das ist sicherlich das, wo die erste Erwartung ist. Und die andere Erwartung ist, dass meine Mannschaft wirklich mutig auftritt, entschlossen nach vorne spielt und über sich herauswächst. Das ist wichtig. Mhm. Haben Sie für das wichtige erste Spiel eine spezielle Vorbereitung gemacht oder wie jedes andere Spiel? Nein, wir haben wie jedes andere Spiel Vorbereitung gestaltet. Ich will nicht, dass man da dann übermotiviert in ein Spiel hineingeht. Wir machen alles gleich wie vorher, wissen, was für ein Gegner das auf dem Platz steht. Und dort müssen wir schauen, dass wir unsere Leistung bringen. Und da hat die Vorbereitung nicht einen grossen Wert. Wie sehen Sie die Ausgangslage in dieser schweren Gruppe? Ja, schwierig natürlich. Es ist eine sehr starke Gruppe. Aber ich habe der Mannschaft gesagt, wenn wir schon da dabei sind, dann wollen wir auch versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Das heisst, wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, Sieg sammeln natürlich. Das ist, ja, wegen dem gehen wir auf den Platz, wegen dem trainieren wir, um Sieg zu feiern. Und dann müssen wir auch versuchen in dieser Gruppe. Und am Schluss, wenn wir im Dezember vielleicht noch Sünglein an der Waage spielen können oder sogar noch die Chance haben, zu überwintern, dann wieso nicht? Kann es vielleicht auch befreiend sein für IB, dass man eben so grosse Namen in der Gruppe hat? Ja, befreiend. Das ist, ich will einfach nicht, dass man in einen Match hineingeht und sagt, wir haben nichts zu verlieren, wir können einfach drauf loskicken. Ich denke, wir haben auch in diesem Spiel einiges zu verlieren. Darum habe ich der Mannschaft gesagt, wir müssen unsere Rolle spielen. Wir müssen nicht auf den Gegner schauen. Wir müssen uns auch nicht verstecken, zu viel Respekt zeigen, sondern wirklich versuchen, zu punkten, ein Spiel so zu nehmen, dass wir wirklich erfolgreich sind und nicht einfach jetzt in das Spiel und denken, ja, jetzt spielen wir gegen Liverpool, das ist schon lässig und so und verlieren die Spiele. Ich will, dass man wirklich versucht, da eine Rolle zu spielen und die Spiele auch versucht zu gewinnen. Aber haben Sie jetzt gerne so eine schwere Gruppe oder wäre es Ihnen recht gewesen, wenn Sie vielleicht unbekanntere, dafür einfachere Mannschaften gehabt hätten? Ja, ich denke, ein guter Mix wäre super gewesen. Eben, wie gesagt, die Mannschaft, ich denke, Udinese ist auch eine Mannschaft, die auf die Europa League nicht unbedingt sehr viel setzt. Das haben wir die letzten paar Jahre auch so gesehen, auch gegen in Lausanne, wo wir Palermo hatten. Die Italiener sind nicht so auf die Europa League geschienen. So, das ist nicht so eine grosse Motivation für die. Das kann natürlich eine Chance sein für uns. Bei den Russen denke ich auch mehr oder weniger das Gleiche. Die wollen alle Champions League spielen. Udinese hat auch Champions League spielen. Liverpool natürlich auch. Und von der Motivation her denke ich, dass IB am meisten Motivation sollte haben und darum vielleicht auch das ein oder andere Mal im Vorteil ist und vielleicht auch unterschätzt wird. Und für Sie persönlich, was ist der Unterschied zu dem letzten Einsatz in der Europa League mit Lausanne? Ja, der Unterschied ist, dass wir in der Challenge League sind und die Gegner haben uns wirklich alle unterschätzt. Und das war unsere Chance gewesen. Vor allem in der Qualifikation zu der Europa League Gruppenphase haben wir viele Gegner gehabt, die gesagt haben, ja, das ist eine zweite Division-Mannschaft, die können wir wegputzen. Und leider ist es dann für die anderen nicht so gekommen. Und das ist natürlich heute anders. IB ist eine Mannschaft, die auch in Europa bekannt ist, die bewiesen hat, dass da in Bern schon grosse Gegner geschlagen hat. Und darum sind wir natürlich da in einer anderen Ausgangslage. Sind die Erfahrungen für Sie trotzdem auch wichtig? Ja, Erfahrungen sind immer wichtig. Man kann immer etwas mitnehmen aus diesen Spielen, aus den Erfahrungen, die man macht. Und die kann man natürlich dann auch immer weitergeben, der Mannschaft. Und auch für mich persönlich als Trainer sind die Erfahrungen natürlich Gold wert. Danke vielmals. Merci.